Alles erwischt, ja. Auf jeden Fall ist das Ding disgusting ohne Ende. Irgendwie. Oh Gottes Willen, Gegner ausschalten. Oh. Oh Gott. Könnte meinen, du stirbst. Ich muss jetzt gleich mal in den Müll spucken, aber ich kann nicht, weil ich jetzt fahren muss. Es ist noch die Warm-Up-Runde. Aber ich bin so scheiße, ich hab die Map nur zwei oder dreimal gefinisht überhaupt. Oh, der Sprung fickt mich gerade richtig. Schluck oder Spuck, würde ich sagen. Ausgespuckt sieht das aber noch ekliger aus, als es schmeckt. Es war einfach so eine richtig weiche, gelbbraune Masse mit Stückchen. Oh, mir klebt immer noch dieser Lakritz-Ekelzeug irgendwo hinten an den Backenzähnen. Lakritz mit Schokolade ist schon eine weirde Kombo. Lakritz ist einfach insgesamt weird. Mag eigentlich Lakritz tatsächlich. Weiß ich nicht. Irgendwie hat das einfach so einen ganz weirden Geschmack. So, jetzt Ja, sollte mit die Leute Schokolade kann ich es ausmachen. mir auch überhaupt nicht vorstellen. Bestimmt guckt sich jetzt irgendwann so ein Ultra-Gourmet irgendwann dieses YouTube-Video von mir an, so in 60 Jahren, und sagt so, also Lakritz und Schokolade, ja, das ist das Beste, was es gibt. Ich bin gerade so weird abgeprallt. Bin schon im roten Bereich. Ich glaube, ich bin nicht im richtigen Modus drin. Ich glaube, ich muss gleich mal Alt entern. Irgendwas fühlt sich hier nach 60 Hz an oder so. Der ist auch ultra irritating. Ich habe auf dem zweiten Bildschirm gerade OBS noch offen, weil ich die Einstellungszeugsachen da noch offen hatte. Und jetzt habe ich die ganze Zeit die Live-Preview, die irgendwie so eine halbe Sekunde hinter dem ist, was ich fahre. Und ich sehe das so immer mit dem rechten Auge aus dem Augenwinkel. Das ist ultra verwirrt irgendwie. Alter. Gott sei Dank ist das noch die erste Runde. Bin ich scheiße hier. Okay, ich war eigentlich im Fullscreen. Bin ich im Fullscreen? Ja, bin ich. Kann dann tatsächlich sein, dass es einfach sich laggy anfühlt, weil der Videostream auf dem zweiten Bildschirm lief mit OBS. Boah, ich brauche irgendwas, was nicht eklig schmeckt gerade in meinem Mund. Habe ich hier noch irgendwas liegen, was ich innerhalb von ein paar Sekunden wegsnacken kann? Scheiße, habe ich nicht. Circle. Alter, ich hab schon gebongt. Heißt, ich bekomme auch. Wieso habe ich noch nicht den roten Zirkel? Wie ist das möglich? Da bin ich auch mal an dem losen Hindernis der Welt gegengefahren, ey. Oh, 43. Oh, 44. Der rote Ring kommt näher. Beziehungsweise das rote Rechteck. Gottes Willen. Das ist trotzdem noch so easy drin. Wenn ich den Ziel, wenn ich das Ziel nicht verkacke. Ich sag's dir, wie es ist. Das Ziel, das wird mich zerstören. Echt? Da Alle gibt's Leute hier irgendwie so, noch ein dieses, das zweites war. Ziel.
Ja, nee, aber das eine ist doch super easy, du musst, also ohne Spaß, okay, so ein bisschen random ist schon, aber du kannst halt so ultra weit unten eigentlich abspringen. Du musst nicht mal eine halbe Autolänge die Rampe hochfahren und du kriegst es easy noch. Ja, ich spring ja meistens drüber, das ist mein Problem. Ja, mach mal nicht. Ich biete meistens hart drüber. Oh. Irgendwas fühlt sich hier ultra unsmooth an. Boah, gibt's ein Finish, wenn man geradeaus fährt? Weiß ich nicht, habe ich bis jetzt noch nie probiert. Ich bin noch nie eine gute Runde gefahren. Also noch nie eine Runde, wo ich nicht gebonkt habe. Nee. Denk mir immer, ich erwische das Ziel viel zu hoch, ich will, viel zu niedrig, ich muss höher springen und dann... Yikes! Yes. Den Sprung. Welches Match bist du eigentlich? 28. Ah. Bonk. Eieieiei. Du? 30. Aber wenn man mal ehrlich ist, da nimmt sich hier gefühlt gar nichts. Also, ich glaube zwischen 10 und 20 merkst du einen Unterschied, aber zwischen bei 25 und 26 wahrscheinlich auch nicht. Alter. So könnte sein, dass ich jetzt schon raus bin. Uff. Ich habe gerade meine Personal Best gefahren, die einfach unendlich traurig ist. Ich bin trotzdem voll scheiße gefahren. Wie? Ich bin doch noch nicht raus. Was hast du denn für eine Zeit gehabt? Ich bin noch dabei, aber ich musste mich zweimal resetten. Deswegen dachte ich, ich wäre so safe raus. Dreimal resetten. Ich bin raus. Was machst du, Junge? Nein. Alright, Nils, ich habe hier richtig wertvolle Anfangssekunden gewastet und den Stream auch starten gekickt. Das heißt, wenn du willst, kannst du mir jetzt noch beim Reinscheißen zugucken. Ich habe actually keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich muss ganz schnell wieder reinklicken, weil ich mir gedacht habe, yo, du bist ja schon seit 3 Sekunden aus diesem Trackmania-Fenster raus. Es hat safe schon angefangen und ich lag exakt richtig. Oh, scheiße. Boah, Junge, ich fahre auch gerade noch richtig bad, ne? Schon am Anfang 4 Sekunden verloren durch rausgetappt sein und dann noch scheiße fahren. Das ist keine gute Kombi. Bei wie vielen Sekunden bist du? Bei wie vielen Sekunden? Ja. Ja. 53. Wenn du das meinst. Ja. Also so ultra viel Delay sollte das actually nicht haben. Ich bin jetzt im Ziel. Halbe Minute. Halbe Minute? Okay. Hört man mich eigentlich doppelt? Also warte, nimmt er mein... Ich hab dich sofort gemutet. Ich hab mich gerade gemutet. Also mein Mic habe ich gemutet. Man hört dich doppelt.
Okay, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr sein. Den Stream neu geladen. Ja gut, wenn du eine halbe Minute Delay hast, ne, dann dürfte die Änderung ja gleich irgendwann erst übernommen worden sein. Oder muss man das, den Stream nochmal beenden und dann nochmal neu machen, damit er das übernimmt, welche Audioquellen der Stream soll? Eigentlich ja nicht, müsste ja eigentlich on the fly gehen. Du musst mal sagen, wenn du im Ziel bist. Ja. Aber es ist also so viel Delay hat, das wundert mich ja sogar. Ich dachte, das wäre halt quasi der Delay, den man auch im OBS-Fenster sieht, wobei das ja natürlich Bullshit ist, aber... Ich bin im Ziel. Okay, und was für eine Zeit hast du gebraucht? 55. Ja, dann ist es halbe Minute Delay. Okay. Ja, ich konnte das Delay noch theoretisch runtersetzen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwelche Settings genommen. Aber hört man mich noch? Also... Weiß ich nicht. Ja. Ich fahre halt schon ziemlich bad. Also wirklich richtig bad. Ja, das Doppelte ist aber weg. Na gut, dann hat es das gefixt. Aber trotzdem habe ich den Stream gemutet, weil... Willst du dich etwa nicht selbst hören? Gottes Willen, nein. Und ich möchte dich nicht, auch nicht eine halbe Minute verzögert nochmal hören. Ja, aber tust du ja eigentlich nicht. Der captured meinen Mic ja gar nicht, also dürftest du mich ja nicht hören im Stream. Ah doch, das habe ich gehört, aber... Hä? Okay. Hatte dich im Stream sogar doppelt gehört, also er hat irgendwie zweimal dich aufgenommen. Ah, wait, okay, jetzt kann sein, dass ich zwei Audioquellen von meinem Mic irgendwie drin habe oder so. Weiß ich noch nicht so ganz. Oh, bis jetzt bin ich noch nicht gebonkt, glaube ich. Boah, fahr ich scheiße, was war deine PB eigentlich? Eine 55,9. Okay, dann habe ich die jetzt gerade geknackt. Aber es ist trotzdem sad, sagen wir es mal, wie es ist. Aber Gold schaffe ich dieses Mal wenigstens. Hast du schon, oder? Nee, aber da fehlt nur noch 0,45. 0,045. Was? Fuck off, ey. Will grad fahren. Bin eigentlich auch richtig gut dabei. Mhm. Und dann disconnected from the server. Nice. So muss das. Boah, jetzt wird offline gespielt. Junadeo, ey. Jetzt hätte ich vielleicht die PB. Gold ist noch sowas von drin. Ich finde diesen einen relativ... Also diese eine Stelle, wo so 92 Grad Kurven direkt hintereinander kommen, finde ich so ein bisschen nervig. Oh. Ich mag gerade miese Fehler. Noch
einmal bonken und das wird schon hart. Dass ich noch drin bin. Jetzt Gold, komm. Scheiße, ich bin voll weit nach draußen gekommen. Okay, Gold trotzdem geholt, obwohl ich wirklich legendär bad gefahren bin. Ja, mich auch. Nice. Top 4 Braunschweig. Aus Braunschweig kommen halt eh nur komische Menschen. Ob aus Hamburg besser kommt. Klar. Ich sag's dir, wie es ist. Ich kenne eine einzige Person sonst, die aus Braunschweig kommt, zumindest. Also, vielleicht kommen auch irgendwelche Leute her, die ich halt so vage kenne. Oh shit. Ich bin so einfach maximal dumm. Der Reset war komplett unnötig, den ich gerade gemacht habe. Aber andererseits war es genau im Checkpoint quasi, also ist auch egal. Meinst du, hat keine große Zeit gekostet? Doch. Aber. Lässt sich noch verschmerzen, besser als so ein unnötiger Reset, den du irgendwie machst und dann noch so, weiß ich nicht, 120 Meter fahren musst, bis du beim nächsten Checkpoint bist. Boah, ey, da bin ich auch noch gebonkt. Eigentlich müsste ich raus sein mit der Performance hier, aber andererseits sind noch 18 Leute drin und die sind schon richtig scheiße, die da hinten. Alter. Einmal reingekackt ist auch wirklich dann. Dann ist auch irgendwas, da passiert irgendwas im Kopf. Uiuiui, gerade noch so drin. Eine Sekunde langsamer, die wäre raus gewesen. Traurig genug, da ich überhaupt mit. Na, was war das jetzt? Über einer Minute noch drin war. Boah, ich sag dir, wie es ist, ne? Ich mache hier dumme Sachen. Ich hoffe, wenn ich nicht gewinne, dass der XD Max gewinnt, dann gewinnt wenigstens irgendein Typ, der Max heißt. Thank you.
Das Light Card Bad. Hey, wait, ist der XD Max Typ raus? Nee. Der eine hat hier gerade DNF'd. Gerade fast mein Interrad gebunkt. Und du bist immer noch im Offline-Modus auf der Map unterwegs. Oi. User joined your channel. Willkommen auf dem Max TS. Yes. It is Hello, your Dana. Favorite big beer. Ja, bist du immer noch drin? Ich bin immer noch drin. You guys ranked Cup of the Day. I'm still Cup of the Day. Damn. Yes.
Because I'm so good, Danne, I'm making it to top 10, you know? You are in top 10 now. Yes. Damn. Technically, my talent in the top of the day is unmeasured. Because I am... Ich flieg raus vielleicht. Danne, if I'm choking hard now. And if I'm losing, it's because of you. Yeah. But you still lost, so it doesn't matter really. One guy choked. Okay, he DNF'd. I'm safe this round. Easy peasy, lemon squeezy. How do they still DNF, you know? If you're like 8 seconds behind in the top 6, you can just DNF usually. Because, yeah, you won't make it up. Or like you won't come back, you know? Unless someone chokes really hard. Like Max. Technisch gesehen müsste ich gewinnen. Ist das so? Ja. Wieso? Hast du die beste PV? Ich glaube ja. Aber abgesehen davon sind es noch 2 Deutsche und 1 Niederländer. Und da ich mit Abstand eindeutig der beste Trickmania-Spieler Deutschlands bin, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, sehr hoch. You know? Ich meine, die anderen 2 Deutschen, die können ja gar nicht gewinnen, weil ich ja einfach so krass bin. Einbildung ist auch eine Bildung. Nee. Ich habe gehört, ich bin der beste Trickmania-Spieler der Welt und alle anderen cheaten, die besser sind als ich. Scheiße, habe ich gerade gechoked. Aber es war natürlich mit Absicht. Willst du den anderen eine vermeintliche Chance lassen? Ja. Wie so ein Esel, den so eine Karotte an so eine Angel davor hältst, weißt du? Ich gebe denen so die Hoffnung, aber eigentlich ist ja klar, dass die gar keine Chance haben gegen mich. Ich choke hier gerade mies rein. Aber Gott sei Dank hat der eine Typ 2 Sekunden irgendwo mehr reingechoked bisher als ich. Da kommt noch eine Kurve, die habe ich komplett vergessen. Und was machst du, Nils? Spielst du immer noch offline? Nö, ich guck dazu. Machen wir nicht. Ich flieg jetzt raus. Wahrscheinlich. Setz mich unter Druck, Nils, ich flieg raus! Ich flieg legit raus.
Sag mal so, der beste Trickmania-Spieler Deutschlands ist gerade rausgeflogen. Oh, komm, das Finale gucke ich mir noch an. Das war einfach die Überheblichkeit. Da wurde ich direkt gepunished für. Aber ich habe auch eine schlechte Zeit gefahren, muss man einfach mal so sagen. Aber wenn der XD Max gewinnt, ist alles gut. Der XD Max hat gerade voll reingeschissen. Ich bin voll der... Ich habe einfach alle Leute hier gejinxt. Erst mich selbst und dann den anderen. Boah, ich sag's schon, der fährt so eine Krüppelzeit. Da hätte ich easy gewinnen können mit meiner 52,4 PB, wenn ich so annähernd das gefahren wäre. Wahrscheinlich hätte man hier sogar in dem Match noch mit einer 53 gewonnen. Weil die echt bad fahren beide. Ah, jetzt hast du den anderen angeblendet. Ja, der hat eine 54 fast nur gefahren. Ich hätte es voll machen können. Fuck. Ich meine, der eine... Royal? Ranked.